Herzlichen Glückwunsch. Du hast dein Vorstellungsgespräch. Du hast dich perfekt vorbereitet. Du kennst die Ansprechpartner, kennst das Unternehmen. Idealerweise hast du dir meine Videos angeguckt zur Vorbereitung. Es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber es gibt eine Sache, auf die du hast dich nicht vorbereitet. Der Personalchef schaut dich an und sagt: Stehen Sie mal bitte auf und halten Sie eine Präsentation hier vor dem Gremium über die Zukunft des Marketing im Unternehmen. So, das ist ein Stresstest. Und das ist noch ein softer Stresstest. Es geht noch viel, viel härter. Wie du dich darauf vorbereitest und was du zu Stresstests bei Bewerbung wissen musst, das erzähle ich dir jetzt. Wenn du jetzt zum Beispiel Sicherheitschef von einem IT-Konzern wirst, werden die Fragen vielleicht ein bisschen härter sein, als wenn du jetzt als Praktikant in einer Marketingabteilung anfängst. Oder wenn du Einkaufsleiter wirst oder wenn du Programmmanager bist oder in der Automobilindustrie. Da geht es halt teilweise auch nicht schön zur Sache. Und jeder, der in der Branche ist, weiß das. Da kann es natürlich auch sein, dass so ein Vorstellungsgespräch nicht ganz so freundlich abläuft, weil man halt einfach herausfinden will, okay, wird er in der Zukunft auch in der Lage sein, schwierige, harte Situationen zu überstehen, ohne auszurasten. Bevor wir auf konkrete Fragen und Antworten eingehen, erkläre ich dir erstmal Sachen, die nicht gehen. Also wo man dann auch ruhig einen Schritt zurücktreten kann und sagen, okay, vielen Dank. Thank you, but no thank you. Das Erste ist, dass viele halt solche Stressfragen stellen, weil sie irgendwo in einem schlauen Buch oder in einem Video das gesehen haben und glauben, ach, das probiere ich jetzt mal aus. Ja? Aber es ist kein Sinn dahinter. Also es macht keinen Sinn, wie gesagt, einen Praktikanten in so ein Stressinterview zu verwickeln. Oft gibt es dann halt auch Top-Talente, die ab einem gewissen Punkt sagen, okay, das ist jetzt doch nicht das Richtige für dich. Also ganz oft gehen die dieses Stressinterview mit, meistens auch sehr erfolgreich, und sagen dann am Ende, obwohl sie ein Jobangebot haben, nee, ich will das nicht, weil ich in so einer Firma nicht arbeiten will. Und deswegen ist auch für Arbeitgeber immer sehr, sehr genau abzuwägen, wie weit gehe ich hier in so einem Thema. So, und es gibt natürlich auch Unternehmen, die komplett unfair spielen, also die wirklich schwarze Verhandlungstechniken einsetzen. Hatten zum Beispiel jemand mal 2, 3 Stunden warten lassen in einem Raum. Oder den Leuten nichts zu trinken geben, die Leute nicht aufs Klo gehen lassen. Nee, sorry, das Klo wird gerade umgebaut, das geht jetzt gerade nicht. Ja, also das würde mich persönlich auch massiv unter Druck setzen. Die Frage ist halt, was soll das? Oder jemanden die ganze Zeit hier auf den Punkt zwischen den Augen gucken, ja, um jemanden unter Druck zu setzen. Alles sind alles so Spielchen, die eigentlich schwachsinnig sind. So, ich zeige dir jetzt mal die wichtigsten Typen von Stresstests und wie man idealerweise damit umgeht und auch was geht und was nicht geht. Punkt 1, Provokation oder auch Fangfragen. Ja, also das ist eigentlich das, was am häufigsten vorkommt und wo du eigentlich auch am leichtesten darauf reagieren kannst. Beispiel, ja, wenn ich mir Ihren Lebenslauf so angucke, so richtig was auf die Kette gekriegt haben Sie noch nicht in Ihrem Leben, oder? Ja, das ist schon mal was von Bug geschossen. Oder hören Sie mal, wieso haben Sie sich für diesen Job beworben? Sie sind doch vollkommen unqualifiziert. Also ich meine, du sitzt ja da, also offensichtlich stimmt das nicht, aber es ist halt was, was dir vorgeworfen wird. Wenn du genau wissen willst, wie du auf solche Fragen und noch 28 andere Fragen, die eigentlich sehr oft gestellt werden, reagieren kannst, habe ich dir am Ende einen Fragebogen oder einen Bogen zusammengestellt, wo alle Fragen und die besten Antworten dazu zusammengestellt sind. So, das Zweite, was auch relativ häufig vorkommt, sind Rollenspiele, gerade auch im Vertrieb. Und das ist auch, je nachdem, was du für eine Aufgabe anstrebst, was für eine Position, kann das auch okay sein. Also wenn du im Vertrieb bist zum Beispiel und jemand sagt, ja, zeigen Sie mir mal, wie Sie heute Ihr Produkt verkaufen, ist es vollkommen okay. Wenn du jetzt dich für einen Einkauf bewirbst und sagst, ja, komm, wir simulieren mal so ein Einkaufsgespräch, eine Einkaufsverhandlung, warum auch nicht? Eine vollkommen legitime Frage und ein legitimes Rollenspiel. So, der dritte Typ, der knüpft ein bisschen an die Rollenspiele an, das sind Aufgaben. Es kann natürlich sein, dass dir eine Aufgabe gestellt wird. Also zum Beispiel, wenn du Finanzer bist, dass man dir eine BWA oder eine Bilanz vorlegt und sagt, schauen Sie mal, was sind die 3 Fehler in dieser Bilanz oder BWA. Das kann, oder wenn du Texter zum Beispiel bist, dass man dir einen Text vorlegt und sagt, schauen Sie mal, da sind Rechtschreibfehler drin, finden Sie die? Also all solche Sachen können dir natürlich passieren. Du musst immer ab. Wegen, okay, passt das zu dem Job oder ist es einfach nur Schikane? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. So, 4, was auch möglich ist, sind Spontanpräsentationen, dass man sagt, ja, stehen Sie mal auf und halten einen Vortrag über die Zukunft des Marketing in unserem Unternehmen. Wenn du Marketingleiter werden möchtest, ist das, glaube ich, vollkommen legitim. Ich finde es immer besser, wenn mir das vorher gesagt worden ist, aber auch das kann passieren. Wie gesagt, auch da wieder hängt es davon ab, was für eine Position strebst du an und was für eine Aufgabe wird dir gestellt, weil als Marketingleiter, Vertriebsleiter, kann es natürlich sein, dass du
auch in deinem Berufsleben mal spontan eine Präsentation halten musst. Und dann kann man das auch von dir erwarten. So, und jetzt habe ich dir zum Ende nochmal so drei richtig fiese Fragen vorbereitet und auch die richtigen Antworten dazu, damit du für Stressinterviews gut präpariert bist. Was wiegt eine Boeing 707? Wie viele Golfbälle passen in einen Käfer? Wie viele Taxis fahren in New York? Ja, jetzt kommst du ins Grübeln. Das sind nämlich sogenannte Brain Teaser. Das heißt, das sind so Fragen, wo dein Gehirn ein bisschen anfängt zu knarren. Das sind auch Fragen, die du meistens nicht beantworten kannst. Also das kann man eigentlich nicht wissen. Hier ist die Aufgabe, dass du versuchst, logisch herzuleiten, wie die Antwort sein könnte. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage. Das heißt, du musst dir logisch überlegen, wie kann ich das herleiten und diesen Weg auch erklären. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Brain Teaser, das hat sich übrigens auch statistisch erwiesen, helfen dem Interviewer nicht, um rauszufinden, ob du jetzt der cleverste Kerl bist, aber sie werden halt öfter nochmal genutzt. Welche Rolle spielt Geld für Sie? Ja, ist keine einfache Frage. Wie kannst du darauf antworten? Ich finde immer ganz gut, ich finde, Geld ist ja auch so eine andere Form von Anerkennung. Ja, und das wäre zum Beispiel ein Weg, so eine Frage zu beantworten. Dass man sagt, Geld ist für mich eine Form der Anerkennung. Und wenn ich einen guten Job mache, dann möchte ich, dass das auch in der Anerkennung ausgedrückt wird. Und das sollte sich halt auch auf meiner Gehaltsabrechnung widerspiegeln. Welche Frage sollten wir Ihnen nicht stellen? Das ist so eine Antwort, wo es auch anfängt zu knirschen im Kopf und wo es auch schwierig wird. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit, immer mal durchatmen, kurz durchatmen. Sehr schlau ist, diese Frage zurückzugeben. Also, sorry, ich habe es nicht ganz verstanden, was meinen Sie genau damit? So, dann muss der andere sich erklären. So, meistens liegt da schon, ja, was sind denn so Ihre Schwächen oder bla bla bla, welche geheimen Schwächen haben Sie? Dann bist du wieder auf der Spur Stärken-Schwächen. Darauf hast du dich ja perfekt vorbereitet. Damit kommst du eigentlich aus dieser Nummer raus. Eine sehr gute andere Möglichkeit ist natürlich Humor. Ja, also wenn du schlagfertig bist und sagst zum Beispiel, ich werde dir auf keinen Fall irgendwas über das Tattoo auf meinem Rücken erzählen, bist du eigentlich auch auf der Nummer raus. Oder ich will Ihnen auf keinen Fall erzählen, was ich im letzten Sommer im See bei uns vor der Haustür gemacht habe. Macht es ein bisschen neugierig, also so in der Richtung kann man das natürlich auch machen. Das Beste, was du zur Vorbereitung tun kannst, ist, dass du dir diese 30 Interviewfragen reinziehst, die ich für dich vorbereitet habe. Und da habe ich auch schon Ideen für gute Antworten vorbereitet. Wenn du diese haben willst, die gibt es kostenfrei bei mir. Einfach eine E-Mail an vertriebsfunk@xenagos.de. Verlinken wir auch nochmal unten. Dann bekommst du kostenfrei diesen Fragebogen. So, jetzt noch ein Killer-Tipp. Wenn du am Ende bist, du hast alle Stressfragen überwunden, du bist auf der Zielgerade, gibt es noch ein Ding, dass du am Ende eines Interviews machen kannst, um deine Ansprechpartner einfach umzuhauen. Und was das ist, das erfährst du in diesem Video.